Servus Leute, ich Shady von Domino Loon. Im heutigen Video gibt es eine mega geile News, also eine verdammt geile News. Dragon Ball Heroes kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Und Dragon Ball Heroes ist aktuell nur so ein Spiel in Japan, was man mit dem Game Boy oder in den ganzen Arcade-Hallen spielen kann. Und es bekommt einen Anime. Und der Anime kommt sogar bald. Am 1. Juli wird schon die erste Episode ausgestrahlt. Das ist natürlich nur in Japan, also exklusiv erstmal nur für Japan. Ob wir da eine deutsche Variante von kriegen werden, bin ich mir aktuell nicht so ganz sicher. Aber andererseits mit Untertitel, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, also ich gucke es nur keinen Untertitel an. Dragon Ball Heroes ist ja, ich sag jetzt mal, in dem Universum ist ja alles möglich. Da kann Goku Super Saiyan 4 gegen Super Saiyan Blue kämpfen. Ihr habt Broly dabei, der Super Saiyan 4 mittlerweile kann. Also ihr habt eigentlich alles gemischt von Dragon Ball, Dragon Ball Normal, Z, Super, alle Filme, GT und auch noch die Spiele. Also alles kommt in diesem Universum irgendwie zustande. Der Inhalt von Dragon Ball Heroes wird sein, also zumindest aktuell heißt es, Dragon Ball Heroes Universe Survival and Prison Planet Arcs. Also Survival ist dann ja wahrscheinlich noch eine Mischung, eine abgewandelte Variante vom Dragon Ball Super, vom Turnier am Ende, wahrscheinlich mit ein paar anderen Charakteren, die wir wahrscheinlich kennen. Also ich könnte mir schon was vorstellen, dass vielleicht Broly drin vorkommt oder keine Ahnung, wer alles drin vorkommen wird, werden wir dann mal sehen. Und ja, der Prison Planet Arc ist ja so mit diesen gefangenen Planeten etc. Da wird auch mal ganz interessant, weil das gab es ja noch nicht, ist ja ziemlich neu und mal gespannt. Sie tun den Anime aber auch schon als PR-Anime aus, bezeichnen. PR-Anime, ich habe ganz kurz gebraucht, um drauf zu kommen, aber klar, ja. Also, ist im Prinzip dafür da in Japan, um auf das Spiel aufmerksam zu machen, durch diesen Anime, dass es im Prinzip eine PR-Aktion ist, dass Leute mehr auf dieses Spiel gehen. Ich meine, wenn es eine Übersetzung in Englisch geben würde oder die ganzen Sachen, würde ich es mir auch hier bestellen für den 3DS, weil ich meine, das ist ein echt cooles Spiel, das macht schon Laune. Aber naja, mal abwarten. Aber wie gesagt, es soll halt auch die Lücke zwischen jetzt und dem Film im Dezember von Dragon Ball Super verkürzen. Also gehe ich schon aus, dass vielleicht die erste Staffel so dazwischen spielt und vielleicht, wenn nach dem Film das Dragon Ball Super oder eine andere Serie weitergeht, um die Lücke zu füllen, dann vielleicht Dragon Ball Heroes Staffel 2 kommt, dass sie halt Dragon Ball Heroes einfach als Lückenfüller nutzen. Was aber auch ganz cool sein kann, weil wie gesagt, Dragon Ball Heroes hat halt eine verdammt coole Story. Und ich sage Leute, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Euer Shady wird mich über ein Like freuen. Wenn ihr den Info geil findet, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann sagen, bis denn, tschüss.